Hermann Korde schreibt, hast du einen Tipp, wie man sich selbst begleitend üben kann? Eine Übung, die mir super viel gebracht hat und die mir sehr schwer gefallen ist und auch immer noch schwerfällt, ist zum Beispiel, man nimmt eine Melodie von einem Standard und spielt die Melodie von einem Standard. Okay, dann versucht man die zu sehen, wo die Phrasen von dieser Melodie sind, das heißt, wo atmet das, wo würde man zum Beispiel atmen, genau wenn man ein Saxophonspieler wäre zum Beispiel. Und dann würde man sich selber zur Aufgabe zu machen, man spielt die Linie oder den Bogen von der Melodie und dann spielt man dazwischen Akkorde. Und dann spielt man wieder die Linie und dann spielt man wieder Akkorde. Und das darf sich aber zum Beispiel in dieser Übung dann gar nicht mischen. Es ist immer Linie, es ist immer Akkorde, ist auch so ein anderer Ansatz. Man könnte denken, man spielt wie so ein Pianist. Die spielen natürlich gleichzeitig Linien und Akkorde oft, aber man könnte auch denken, okay, Linie, 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 Akkorde, 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 Linie, 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 Akkorde, Akkorde. Aber ich glaube, wichtig ist, am Anfang es echt super einfach zu machen und ich würde mich zum Beispiel auch mit so Timing oder irgendwelchen Rhythmen erstmal gar nicht reinstressen, sondern einfach nur gucken, dass man irgendwie organisch aus den Akkorden rauskommt und in die Linien reinkommt und in die Akkorde wieder zurück und vielleicht von der Top-Note von den Akkorden ausgeht. Und was, glaube ich, auch eine super Übung ist, ist einfach Akkordsoli spielen. Jetzt nicht Akkordsoli wie Wes Montgomery, sondern einfach begleiten, Chorusse lang begleiten und dann wirklich auf die Top-Note, also auf den höchsten Ton des Akkords hören und da in diesen Top-Notes versuchen, Melodien zu finden. Ich glaube, das ist eine super Übung. Hey Hermann, vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und ich hoffe, es geht dir gut und bis bald. Tschüss.